Ich brauche deine Hilfe, um Shuyoka zu widerlegen. Also nicht nur deine. Aber lasst mich von vorne anfangen. Shuyoka traf vor kurzem in ihrem Stream folgende Aussage. Weil wenn Mr. Misogyn-Ups-Videos von mir werden in Deutschland gesperrt wegen Hassrede, mich nicht mag, dann habe ich alles richtig gemacht. Und dabei kam mir folgende Idee. Wenn Shuyoka es als Argument nutzt, dass Jay Riddle einmal ein Video kurzfristig gesperrt bekommen hat, aufgrund von vermutlich Massenmeldungen, könnte man sie doch relativ leicht widerlegen. Denn meine und die These vieler anderer ist, dass YouTube beim Sperren von Inhalten mehr nach Anzahl der Meldungen entscheidet, als nach tatsächlichen Verstößen des Inhaltes. Somit dachte ich, dass es doch eine gute Idee wäre, wenn man ein völlig harmloses Video, wie zum Beispiel diesen Clip, in dem ein Toastbrot umfällt, symbolisch für ein Video, in dem absolut nichts Schlimmes passiert, in dem YouTube absolut keinen Verstoß finden kann, einfach mal auf einem geheimen oder weniger geheimen Kanal hochlädt, der nur zum Zwecke erstellt wird, dieses Video löschen zu lassen. Somit werde ich morgen am 3. Dezember um 18 Uhr ein Video auf einem Kanal mit diesem Namen, ich muss mir noch einen überlegen, hochladen, in dem ein Toastbrot umfällt. Pünktlich mit dem Erscheinen dieses Videos auf meinem Zweitkanal geht ihr alle rüber auf den Link, welchen ich euch ganz oben in die Videobeschreibung packe, und klickt bei diesem Video auf Melden. Präferiert wegen Hassrede und hasserfüllten Inhalten. Keine Ahnung, wie die Option bei YouTube gerade ganz genau heißt. Und wenn wir es schaffen sollten, dass dieses Video tatsächlich gelöscht wird, obwohl darin absolut nichts passiert, nur weil ein paar hundert Leute bei einem irrelevanten Kanal auf Melden klicken, hätten wir das Argument, dass jemand, der einmal ein Video gelöscht bekommt, aufgrund von Massenmeldungen, tatsächlich ganz, ganz böse ist, für immer widerlegt. Denn eine Meldung kann somit alleine aufgrund ihrer Häufigkeit dafür sorgen, dass ein Kanal ein Video gelöscht bekommt, ohne dass überhaupt der Inhalt entscheidend ist. Das heißt, das nächste Mal, wenn irgendjemand sagt, Jay Riddle hat sogar ein Video gelöscht bekommen, könnt ihr genau auf diese Aktion hier verweisen und wir könnten für immer beweisen, dass eine Meldung bei YouTube, wenn sie in entsprechender Häufigkeit stattfindet, dafür sorgen kann, dass Videos gelöscht werden. In diesem Fall haben wir sehr schlechte Startbedingungen, also Bedingungen, die prinzipiell sehr gut dafür sorgen können, dass wir scheitern, weil dieser Toastbrot-Clip irgendwie 3 Sekunden geht und YouTube mir noch Probleme dafür machen könnte, dass ich dazu aufrufe, das Meldesystem zu missbrauchen. YouTube an dieser Stelle, bitte drückt mir keinen Strike rein, es ist wirklich ein Test, der Kanal gehört mir und ich werde das nochmal in Titel und Videobeschreibung dieses Toastbrot-Clips einfügen. Ich hoffe wirklich, ich bekomme hierfür keine Probleme. Ein Aufruf zum Löschen dieses Videos wird auch auf jeder Plattform erscheinen, also Twitch, Twitter, YouTube, Instagram, vielleicht nochmal auf dem Hauptkanal ein Community-Post, Discord. Und dann hoffe ich wirklich, dass wir ein paar hundert Meldungen zusammenbekommen. Ihr müsst euch da auch um keine bestimmte Uhrzeit versammeln. Einfach, wenn ihr dieses Video hier gerade seht, egal auf welcher Plattform, geht ihr rüber, klickt diesen Link an, den ich euch gebe, zu diesem Testkanal und klickt bei diesem Video auf Melden wegen Hassrede. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Von mir werdet ihr auf meinen Kanälen ein Update bekommen, wenn irgendwas mit dem Video passiert ist, wenn ich eine E-Mail erhalten sollte oder was auch immer. Helft mir, diese Aktion möglich zu machen, macht gerne mit und falls ihr mich unterstützen wollt, dass diese Aktion auch ein bisschen Reichweite bekommt, dass wir mit diesem Video auch genug Menschen erreichen, die dann potenziell melden können, müsst ihr dieses Video hier liken, mir auf meinen Social Media Kanälen folgen und dann bleibt ihr auch gleichzeitig up to date. Also, helft mir dabei, Shuyoka zu widerlegen, helft mir dabei, dieses Argument, dieses schlechte Argument für immer zu widerlegen und macht mit. Geht auf den ersten Link in der Videobeschreibung, geht auf den ersten Link bei diesem Twitter-Post hier und meldet das Video wegen Hassrede. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Ich bin gespannt. Bis dahin.